Hey Leute, heute haben wir 7 Signale für euch, die Frauen immer wieder im Fitnessstudio senden und die wir Männer natürlich in den meisten Fällen einfach nicht checken. Los geht's! Fangen wir an mit der Nummer 7. Sie wechselt immer wieder, wenn du dein Trainingsgerät wechselst, zu einem Gerät in deiner Nähe. Eigentlich einer der auffälligsten Signale, also einfach mal drauf achten. Machen wir weiter mit der Nummer 6. Wenn du an ihr vorbeigehst, schaut sie dich an und nimmt die Kopfhörer aus den Ohren raus, in der Hoffnung, dass du sie ansprichst. Ja, sollte dir das auffallen, dann zögere auf gar keinen Fall, direkt mit ihr Kontakt aufzunehmen. Kommen wir zur Nummer 5. Während du gerade zum Beispiel auf dem Laufband bist, begibt sie sich mit Absicht in dein Sichtfeld und fängt an, Dehnübungen zu machen. Na, wenn das mal kein Zeichen ist, machen wir weiter mit der Nummer 4. Sie spricht dich an und fragt, wie oft du zum Training kommst oder auch, wie viele Kilo du heben kannst. Und wenn du mit dem Training aufhörst, dann hört sie auch auf und läuft dir dann ganz zufällig draußen vom Fitnessstudio wieder über den Weg. Ja, wenn sie dann noch nach deiner Nummer fragt, damit sie dich fragen kann, wenn sie Hilfe braucht, dann ist die Sache klar, oder? Machen wir weiter mit der Nummer 3. Sie fängt an, sich neben dir auszuziehen und dabei ein bisschen zu posen. Also, ich meine natürlich jetzt nicht komplett, sondern eine Training Jacke oder so. Außerdem könnte es sein, dass sie anfängt, Selfies von sich zu machen, auf denen du ganz aus Versehen im Hintergrund zu sehen bist. Und damit kommen wir zur Nummer 2. Sie beobachtet dich beim Trainieren und nach jeder abgeschlossenen Übung lächelt sie dir freundlich zu. Ja, passt aber gut auf, dass sie auch wirklich euch anlacht und nicht den viel muskulöseren Typen hinter euch. Und damit sind wir auch schon bei der heutigen Nummer 1, der Klassiker. Sie läuft an dir vorbei, ihr fällt ganz aus Versehen etwas aus der Hand und dann bückt sie sich ganz langsam und tief vor dir, um das, was ihr heruntergefallen ist, wieder aufzuheben. Ja Leute, ganz, ganz schnell Kontakt aufnehmen, würde ich sagen, denn die Zeichen sind doch alle ziemlich eindeutig, oder? Na gut, natürlich haben wir ein bisschen mit Klischees gespielt, aber zumindest in der Hälfte aller Fälle wird wohl tatsächlich etwas dran sein und es kann ja auf jeden Fall nicht schaden, sie einfach mal anzusprechen. Hat euch das Video gefallen? Gebt uns doch mal einen Daumen nach oben, denn dann wissen wir Bescheid. Hier haben wir jetzt noch Dinge für euch, die ihr auf gar keinen Fall im Fitnessstudio machen solltet. Zum Anschauen einfach in die Mitte auf das Video klicken. Und damit war es das auch schon wieder für heute. Viel Spaß beim Flirten, bis zum nächsten Mal, ciao.